dieser Account war in einem Zustand, der wirklich miserabel ist, der so richtig übel gewesen ist. Und ich, viele in den Kommentaren haben zu mir geschrieben, ich soll ihn am besten in die Tonne kloppen und lieber was Neues draus machen. Aber es hat mich der Ehrgeiz gepackt, was rausgekommen ist. Und wir haben jetzt heute den 2.2.2021 und jetzt sind ein paar Monate ins Land gegangen. Und dann schauen wir mal an, wie sich mein Account verändert hat. Denn es ist viel passiert. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit einem wunderschönen Infovideo und ich habe mir gedacht, ich mache das, tue einfach so alle so 2-3 Monate euch mal diesen Account zeigen, wie er ausschaut. Das ist ja mein sogenannter kaputter Account. Das war der Account, den ich als erstes mir geholt habe. Also es ist theoretisch mein zweiter Account. Man muss ja ehrlich miteinander sein. Meinen ersten Account, den ich genommen habe, den habe ich kurz nach Release des Spiels und den habe ich, leider habe ich habe den einfach gelöscht, habe ihn auf einen neuen genutzt und ja, vielleicht, wenn ich mal schaue, habe ich ihn vielleicht da, ich habe ja noch ein Tablet, was ich nicht nutze. Ein Galaxy Tab 1 habe ich noch, das nutze ich nicht mehr. Ich habe das zwar soweit fertig gemacht, aber vielleicht ist man noch in der Lage dazu, dass ich den Account wiederhole. Ich glaube, ich habe mal auf dem Tablet damals drauf gehabt, damals, als ich das zu Release gemacht habe. Und mein zweiter Account war der hier. Und der war genauso im Schlechteren. Bis ich dann ein, zwei Monate habe ich den gespielt und habe ich gemerkt, ey, das klappt nicht, da funktioniert gar nichts. Bis ich dann angefangen meinen dritten Account, und das ist der, wo ich denn jetzt halt auch, der momentan mein stärkster Account ist in Division 1, der auch meine galaktische Legende hat und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich den hier ja, wie gesagt, eine ganze Weile dann ruhen lassen und so vor halbes Jahr. Ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr. Also, das war im Juli ungefähr, habe ich den dann wieder aus der Mottenkiste rausgezogen. Und weil ich habe den ja noch auf meinem, den habe ich als Gastaccount auf meinem Galaxy, auf meinem Tab 2 gehabt. Den habe ich übrigens immer noch auf meinem Tab 2, aber ich konnte ihn jetzt dann hier auf meinen Nox-Account drauf knallen, das heißt, ich kann den jederzeit rüberziehen, weil ich habe jetzt noch meinen Tab 2 Account, also den, auf dem Tab 2 habe ich den ja noch drüben, das heißt, ich könnte den jederzeit rüberziehen woanders hin. Ja, deswegen geht der auch nicht verloren und deswegen kann ich ihn definitiv auch noch weitermachen und der Ehrgeiz hat mich jetzt gepackt und wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt 6.9. Das heißt, wir haben jetzt den 6.9., das heißt, wir haben 6.10., 6.11., 6.12., 6.1. Das heißt, wir haben jetzt fast fünf Monate, dass ich an diesem Account gearbeitet habe, um ihn zu verbessern. Es fehlt noch an allen Ecken und Enden. Es gibt verschiedene Sachen, wo es halt noch fehlt, aber ich zeige euch mal, wie er momentan ausschaut, was ich alles erreicht habe. Also, bei den Herausforderungen bin ich ja... Das ist klar, bin ich inzwischen komplett safe, da habe ich jetzt alles geschafft. Beim letzten Mal hat es ja da auch schon da massive Probleme gegeben. Ich tue jetzt nur schnell gleich auch nebenbei ein bisschen Tagesdailies machen. Und ja, und ihr seht es ja auch, ich kann ja auch deswegen meine Kamera, ich kann das an meinem Computer machen, ich muss nicht das Tablet benutzen. Was dann natürlich dann auch recht angenehm ist. Weil es hat zwar gut funktioniert, ich hätte zwar sogar noch die Qualität am Tablet von der Aufnahme noch verbessern können, aber am Computer ist es mir halt dann doch noch um einiges lieber. Trupparena. Nächster Punkt. Damals hatte ich einen Rang von 4500 und ich bin nicht runtergekommen. Oh, ihr könnt es nicht sehen. Aktuell, also 4500, ich bin jetzt um die 1200 und den halte ich eigentlich auch. Aber weiter runter komme ich mit gegen diese Teams nicht. Aber ich bin in Arbeit, dass ich auch solche Teams schlagen kann. Ist auf jeden Fall
definitiv in Arbeit. Wie gesagt, das Problem ist halt aber in der Trupparena und das muss man ganz klar sagen. Deswegen ist es für mich extrem schwierig. Trotzdem bleibt es für mich, da bleibe ich für mich auf jeden Fall dabei. Ich will das auf jeden Fall halten, weil wenn ich jetzt das hier, ich brauche gar nicht schauen, aber das hier sind alles die ersten. So. Na komm schon. Ich sehe nur galaktische Legenden. Und das sind alle 50. Die ersten 50, und ich kann euch jetzt schon sagen, die ersten 150, wenn es jetzt sogar 200 sind, sind alles mit galaktischen Legenden gepflastert. Hier, wenn ich jetzt den hier gehe, selbst der 50. hat einen Reliktstufe 8. Reliktstufe 8. Das heißt, diejenigen, man darf es ja nicht vergessen, ihr dürft eins nicht vergessen und das ist etwas, was ihr wirklich bedenken müsst. Dieser Account war 4 Jahre lang in Ruhezustand. Komplett. Währenddessen jeder der Spieler hier weiter an seinen Accounts gearbeitet hat. Und jetzt kommt einer her, die Basis, das läuft ja folgendermaßen, ihr habt einen Truppenschart und einen Flottenschart, der bleibt euch euer Leben lang, bis ihr diesen Accounts einstampft. Und das gilt dann auch, und deswegen habe ich ja diese Probleme in der Trupparena. Deswegen habe ich ja zum Beispiel bei 1200, habe ich hier einen komplett, eine Reliktstufe 7 Jedi Ritter Revan. Also schon eine ganz andere Geschichte. Bei den Schiffen bin ich aktuell bei Rang, oh, könnt ihr leider nicht, ziehen wir die Kamera wieder aus, 176. Und wenn ich jetzt hier auf die Ränge gehe, da ist das gleiche Spiel in grün. Da ist sogar einer mit diesem Team hier. Aber seht ihr, wie stark das Team hier ist? Das ist schon auch schon extrem übel. Ich bin vielleicht in der Lage dazu, dass ich da vielleicht noch was reißen könnte, aber dazu, das dauert noch. Aber ihr seht selber, die ersten 50, alle 7, bis auf ja, eine Ausnahme, aber sonst sind alle gute 7 Sterne. Ja, okay, da ist hier dieses Team hier. Aber der hat auch eine galaktische Legende. Das hier. Und in Division 1 noch dazu. Also ihr seht, selbst im Flottenchart tue ich mir da schwer. Da ist sogar auch mal eine Falkenflotte noch mit dabei. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber die Piloten, da brauchen wir gar nicht. Die Piloten, Relikte. Und da fehlt es halt bei mir an allen Ecken und Enden. Deswegen komme ich da auch nicht weiter. Aber vielleicht sollte ich vielleicht irgendwann unter die ersten 100 kommen. So, jetzt kann ich schnell das hier machen. So. Okay, alles da. Dann hier teilnehmen, weil ich will ja die Splitter mitnehmen. Gut. Also jetzt habt ihr die beiden Charts gesehen. Jetzt schauen wir uns mal meine Schiffe an. Was hat sich, wie gesagt, im Laufe der letzten so getan? Also, meine Genosianer sind inzwischen auf dem 7. Stern. Und zwar der Soldat und der Spion. Der Sunfag ist natürlich das schwierigste Schiff. Fehlt noch. Der ist aber auf dem 6. Stern. Mein Vulture-Druide. Den habe ich leider nicht. Den habe ich leider erst auf dem 2. Ich habe auch den BTLB natürlich auch nebenbei farmen. Den Turbosternjäger habe ich inzwischen auch auf dem 5. Stern. Der war vorher auch deutlich niedriger. Und ich arbeite ganz massiv dran, dass ich den Ghost und die Phantom Two nach oben bringe. Ich habe hier den Clan. Da habe ich einige Schiffe inzwischen auf dem 7. Stern. Ich habe den X-Flügel des Widerstandes, den Ark 170, aber da fehlt natürlich das Gearstufe. Ich habe fast schon Bix auf dem
auf der richtigen. Ja, das kann ich machen. Bix habe ich jetzt fast schon auf dem 7. Stern. Von den Schiffen her, also von den Flotten her, ich tue natürlich als erstes die Schiffe nach oben bringen, sobald ich es kann. Sobald ich genug Material habe, sobald ich genug Material gesammelt habe, tue ich das nächste Schiff nach oben bringen, damit ich endlich hier vorankomme. Ich habe der Imperial Tiger, fehlt noch auf Level 85. Der Sternjäger des Jedikons ist Level 85. Aber ansonsten habe ich sie dann alle. Deswegen ist das alles. Es wird besser, aber es ist halt noch lange nicht gut genug, so wie es sein soll. Die restlichen Schiffe kannst du vergessen. Aber ich konzentriere mich da erstmal nur auf die, die ich da habe. Dass ich die alle nach oben kriege. Aber es ist auf jeden Fall. Oh. Der Rahmen habe ich vergessen. Es ist auf jeden Fall deutlich besser. So, jetzt kommt zu meinem Roster. Ich habe hier es geschafft, meinen ersten Relikte zu bekommen, nämlich an Darth Vader. Ich war selber überrascht, dass es doch relativ gut geklappt hat, aber ja, es ist eine geile Geschichte, aber es ist halt, er ist halt nur einer und das ist halt noch lang nicht genug. Bastila Shan habe ich auf dem 7. Stern inzwischen. Und sie hatte Seta und sie hat hier, bin ich schon kurz davor, dass ich sie auf Ausrüstungsstufe 11 bringe. Es fehlen mir theoretisch gesehen nur hier diese Stun Gun, aber da habe ich jetzt nur, da fehlen mir jetzt noch 27. Deswegen tun wir schnell hier. Tun wir jetzt auch gleich mal das hier machen. Genau. Jetzt kann ich sie nämlich gleich auf Ausrüstungsstufe 11 bringen. Und das hier. Genau. Dann das hier. Ja. Okay. Also, jetzt habe ich sie auf Ausrüstungsstufe 11 gebracht. Also ist sie auch schon fast so weit, dass ich sie, damit es klappt für das Revan. Und was ich auch bekommen habe inzwischen. Moment, da brauche ich meinen Rechner. Wir haben jetzt 1140, 596, 380, 216. Genau. Also. Innerhalb von diesen 5 Monaten habe ich meine GM gesteigert um 760.380. Wenn wir das jetzt geteilt durch 5 machen, das heißt im Monat mache ich meine 152.000 GM in diesem Account. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Warum ist das nicht wirklich gut? Es könnte um einiges besser sein. Warum? Ich kann es euch eine Sache sagen, es fehlt an einer Geschichte, nämlich in diesem Account. Und das ist nämlich jetzt ein Riesenproblem geworden, nämlich es fehlt an diesen hier. Das Geld ist jetzt nicht so, das fehlt natürlich auch, aber wenn ich jetzt hier, zack, ihr seht's, wenn ich jetzt hier nur Level 72 mache, dann habe ich zwar mein ganzes Geld verballert, aber die, was jetzt da sind, würden dafür sorgen, dass ich nicht Level 85 bin, selbst wenn ich das Geld hätte. Und bis ich dann diese Trainingsdroiden wieder habe, dauert es eine ganze Weile. Das Problem an dieser Geschichte ist, es fehlt, ich kann verschiedene Sachen noch nicht machen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, ich arbeite gerade an Jedi-Revan und Darth-Revan. Klar, es sind die Charaktere, die man natürlich braucht. Jolie Bindo habe ich jetzt schon auf dem 5. Stern. Kasonase habe ich fertig auf dem 7. Stern. Johnny fehlt jetzt noch 62.
Dann Canada's Auto, den habe ich erst vor kurzem angefangen. Mission Veo auch. Dafür habe ich Old Ben, aber das nützt mir gar nichts. Deswegen habe ich ihn auch noch nicht aktiviert. Den habe ich schon auf dem 7. Stern. Salbar könnte ich auch freischalten. Ich habe jetzt dann auch hier Bosk und Django, tue ich jetzt auch nebenbei farmen, weil mir fehlt die Houndstooth, mir fehlt Bosk, das fehlt mir alles. Aber dafür habe ich meinen Brut Alpha auf dem 7. Stern und auf Gear 12. Und wenn ich jetzt hier meine Gear Nasianer, die habe ich inzwischen alle auf dem 7. Stern. Aber es fehlen noch Omegas. Theoretisch gesehen könnte ich sie ihm verpassen. Da tun wir ihm welche geben und ihm welche geben. Das ist in Ordnung. Genau, den Rest lassen wir, weil ich ja jetzt dann auch einen Zeta wieder vergeben könnte, aber ich habe dafür die violetten Teile nicht. Habe ich zu wenig momentan. Und deswegen, es fehlt an allen Ecken und Enden. Es dauert, wenn man das macht, was ich mache, musst du wirklich dir Zeit lassen. Großmeister Yoda habe ich auf Ausrüstungsstufe 10. Ne, 11, 11. Ich könnte, schaut sehr gut aus, dass ich ihn sogar auf... Hier, da fehlen die Sachen. Da bräuchte ich... Theoretisch gesehen, wenn ich jetzt eine Stungun gehabt hätte, wenn ich sie aufbewahrt hätte, dann hätte ich ihn sogar auf 12 bringen können. Dann wäre das mein nächster Gear 12 geworden. Hier unten schaut es auch relativ gut aus, aber sowas wie Luminara und Jedi-Konsole habe ich leider noch nicht hoch genug gebracht. Und es fehlt, die Charaktere fehlt halt an allen Ecken und Enden. Weil zum Beispiel hier Captain Phasma hätte ich schon längst auch hochbringen können, Lockray, aber ich will das Geld mir sparen. Hier, das sind die Charaktere, die ich sonst noch so bekommen habe. Han Solo habe ich inzwischen auf, könnte ich freischalten. General Kenobi könnte ich inzwischen auch freischalten, also dank meiner Gilde. Padme habe ich immer noch nicht freigeschalten, obwohl ich sie schon länger habe, aber ich habe einfach die Kohle nicht dazu. Und natürlich auch die Trainingsdroiden. Deswegen, das ist alles nicht so einfach, wie man das gern hätte. Ich habe hier Fives, schon ja, 43 drüber. Einsiedler Yoda habe ich inzwischen auch schon. Also ich tue hier schon wirklich was farmen, aber es fehlt, solange du nicht die richtigen Materialien hast, dauert es natürlich noch umso länger. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen hintertreffen. Ich vermute mal erst, wenn ich so 2 Millionen ungefähr wirklich habe, 2 Millionen GM, wird es etwas entspannter werden. Aber vorher nicht. Moff Gideon dagegen habe ich mir inzwischen auf Ausrüstungsstufe 9 gebracht, weil er mir einmal schon den Arsch gerettet hat. Deswegen habe ich ihn gemacht und deswegen habe ich ihm auch Mods und alles gegeben. Apropos Mods. Mods ist ein gutes Thema, weil es war am Anfang, wo ich dann hier die 380.000 noch gehabt habe, waren Mods meine größte Einnahmequelle. Und auch jetzt sind Mods eine verdammt gute Einnahmequelle, weil ich hier die Mods, wenn ich da nichts anderes übrig habe, einfach alle verkaufe. Das mache ich dann halt grundsätzlich so. Ich nehme mir alle Mods, die ich habe. Das habe ich auch wirklich gemacht, dass ich sogar auch die... den kann man lassen. So, dann tun wir den hier. Alle, die nicht den Kriterien... Ups. Ich dachte, ich hätte den Wecker ausgeschalten. Das war der Wecker gestern für mich zum Aufstehen. Hat mir aber auch nichts gebracht. So. Ja, jetzt habe ich dann auch wieder Mods zum Verkaufen, weil ich nur die paar habe. Ich habe sogar auch eine geschafft mit Tempo 21, mein schnellster Mod, habe ich mal geschafft. Aber sonst kommt natürlich auch relativ wenig dabei rüber. Aber das ist auch für mich eine Einnahmequelle, damit ich hier ein bisschen Kohle noch zusätzlich machen kann. Deswegen
man muss nehmen, was man kriegen kann, um zu schauen, dass man hier nach das Ganze sich nach oben bringt. So. Insgesamt muss ich aber sagen, es macht mir immer noch Spaß, diesen Account. In der Grand Arena gewinne ich zwar im Verhältnis gesehen, ja, nicht alle Kämpfe. Ich muss was trinken. Nicht alle Kämpfe, aber es wird langsam. Gerade bei den Schiffen ist es schwierig, aber das ist halt nun mal ganz normal, wenn man nicht die geeigneten Schiffe hat oder auch die Piloten, wenn sie da nicht gut gemoddet sind und so weiter. Aber insgesamt bin ich auf einem Weg, wo ich für mich sagen kann, es ist deutlich besser geworden. Aber es ist definitiv noch nicht entspannt. Ich muss weiterhin kämpfen und ich werde kämpfen. Ich werde diesen Account nicht aufgeben. Dafür macht er mir einfach zu viel Spaß. Und jetzt bin ich gerade auch aktiv dabei, Bossk zu farmen und auch alles für die Darth-Revan und Jedi-Revan. Sobald ich dann auch dass ich sie dann auf die richtige Stufe habe, werde ich sie natürlich auch so schnell wie möglich freischalten. Jedi-Revan und Darth-Revan. Natürlich. So, Moment. Salba. Genau. Also, von den Knoten her schaut es auch so aus. Bei den Mods bin ich durch. Da habe ich sämtliche Knoten geschafft. Helle und dunkle Seite bin ich auch voll durch. Nur bei den Schiffen fehlt es halt wie immer. Aber da fehlt es halt ganz gewaltig. Da ist es sogar so, dass ich bei hier, da bei 5D stehe ich und komme nicht weiter. Und bei schwer, also bei hart, stehe ich hier bei 4D und komme auch nicht weiter. Also das sind die zwei Stufen, wo ich momentan nicht weiterkomme. Deswegen bin ich auch bei der Hound Zeus dabei. Sobald ich sie auf einer 5. Stärke habe, werde ich da auch weitermachen. Also es ist auf jeden Fall noch viel, viel, viel zu tun. Aber dass man ihn einfach aufgibt, das ist der falsche Weg. Wenn man Fan ist und unbedingt sich beteiligen will an dem Ganzen und einfach seinen Spaß haben will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich da weiter und es ist auch gut so. So, liebe Leute, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Ich werde so in einem halben Jahr ungefähr, ja, so 4-5 Monate, da werde ich mal wieder einen Überblick machen lassen können. Was ich natürlich am Ende noch sagen will, soll ich das eigentlich auch für alle meine Accounts machen? Einfach schreibt es mir in die Kommentare, ob ich das gerne mal machen soll. Beim Let's Play und beim Projektaccount kriegt ihr es natürlich alle komplett mit. Beim Account von meinem Großen mache ich das eher nicht, aber es kann ich gerne machen. Dann meinem zweiten Account mache ich das auch nicht, aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ich da in der Richtung was machen soll. So, liebe Leute, ich bin jetzt raus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, servus, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video und auch mit dem nächsten Mal, wenn es heißt, lasst uns mal einen Blick auf meinen kaputten Account werfen. Also, macht es gut, servus, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video.